In Metten trafen sich die DFB-Kooperationsschulen des Emslandes in der Grafschaft Bad Bentheim zum jährlichen Hallenturnier. Unsere Jungs spielten druckvoll gegen Spelle, waren ohne Respekt vor den körperlich etwas robusteren Spellern angetreten und erarbeiteten sich zahlreiche Torgelegenheiten. Hier ist Michael Hebbelmann mit einem Schuss aus gut 7 Metern, im Nachschuss scheitert Till Schneider, da hätte schon das 1-0 fallen können, auch hier in der 6. Minute. Es ist Noah Brake, der sich den Ball erobert auf Michael Hebbelmann. Und jetzt eine schöne Kombination, Noah Brake legt es näher auf Torben Höhle. Und er zieht dann endlich den Verbindungstreffer zum 1-0 in der 8. Spielminute. Das 1-0 war dann auch der Endstand in der ersten Partie. Das war ein guter Auftakt in dieser Gruppenphase. Im zweiten Spiel ging es gegen Freren. Hier ist Tom Bleil, der den Ball gekonnt spielt auf Till Schneider. Und der lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Und er zieht schon früh in dieser Partie das 1-0 in der 2. Spielminute. Das ist Tom Blei mit einem schönen Pass auf Michael Hebbelmann, aber sein Schuss ist zu unplatziert. Kurz darauf eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr, Unstimmigkeit, Noah Brake verliert den Ball und Freren kann nach diesem missglückten Abstoß die Chance nutzen zum 1:1 Ausgleich. Dabei blieb es auch in diesem Spiel, welches ansonsten relativ arm an Höhepunkten war. Erst kurz vor dem Schlusspfiff noch eine Gelegenheit für Till Schneider. Im letzten Spiel gegen Nordhorn musste unsere Mannschaft nun also mindestens unentschieden spielen, um das Halbfinale zu erreichen. Hier scheitert Noah Brake und danach Michael Hebbelmann am starken Torwart der Nordhorner und auch Till Schneider bringt den Ball nicht ins Tor. Aber nach einer Ecke in der 4. Minute ist es Michael Hebbelmann, der hier die verdiente Führung zum 1:0 gegen Nordhorn erzielt. Wenig später hatte unsere Mannschaft Glück, dass hier abgepfiffen wurde, denn das wäre der Ausgleich für Nordhorn gewesen. Und nach der nun folgenden letzten Aktion des Spiels war die Gruppenphase überstanden. Welche Chancen wir uns für das Halbfinale ausgerechnet haben, das fasst mein Kollege Tim Graben an der Kamera eben für Sie zusammen. Das ist genau richtig. Also Lingen und Marianum waren in der einen Gruppe und die sind beide viel, viel stärker als unsere Gruppe. Bei uns sind wir Erster geworden, also wir werden das ja auch nicht gewinnen. Und Spelle ist Zweiter geworden. Und Spelle hat gerade schon 6:0 verloren. Also das ist eine deutliche Geschichte. Aber dass wir mit dieser Einschätzung nicht richtig lagen, das sollte uns Till Schneider beweisen. Mit seinem sehenswerten Drehschuss erzielte er die Führung in der 4. Spielminute. Und auch in der Folgezeit spielte unsere Mannschaft sehr engagiert gegen Lingen und erarbeitete sich gute Torgelegenheiten, wie hier wieder durch Till Schneider, der aber knapp verzog. Nach einem Eckball jetzt nochmal die Riesengelegenheit für Tom Kruth. Leider gerät er in Rückenlage. Aber auch Ling hatte noch eine Torgelegenheit, doch Malte Schätzilords konnte parieren. Ja, und so haben unsere Jungs dann das Halbfinale überstanden und sahen sich nun im Finale den in diesem Turnier sehr souverän austretenden Jungs von Marianum Meppen gegenüber. Und auch gegen Meppen sah es während der ersten 2 Spielminuten ganz gut aus. Die Jungs hatten wenig Respekt, gegen gut in die Zweikämpfe wie hier Till Schneider, der sich auch die erste Torchance erarbeiten konnte. Aber insgesamt war das Spiel der Meppen da souveräner und abgeklärter. Hier nochmal eine gute Tat von Malte Schänzilords im Tor, der auch hier den Ball entschärfen kann. Aber dann in der 4. Spielminute war es Schluss mit dem Widerstand gegen Meppen. Denn hier erzielt Ted Tatamusch mit einem tollen Flachschuss das 1:0 für das Marianum Meppen. Eine Minute später dann ein sehr guter Pass von Leonard Bredol auf Pascal Dickmann von Marianum Meppen, der hier das 2:0 erzielt. Das war dann natürlich die Vorentscheidung in diesem Finale. Unsere Jungs zeigten Moral, sie wehrten sich noch. Das ist Michael Hebbelmann, der sich hier versucht durchzusetzen. Aber man konnte ihn auch anmerken, dass die Konzentration langsam nachließ. Hier nach einem schönen Pass von Noah Brake hat Till Schneider eine große Gelegenheit, aber schießt den Ball übers Tor. Und das Marianum ließ nicht locker. In der 7. Minute erhöht Philipp Kleimann auf 3:0 nach einem Fehler in Sache Abwehr. Sie hatten noch mehrere gute Torgelegenheiten. Hier ein Distanzschuss, bei dem Malte Schänzilords im Tor nochmal sein Können zeigen kann. Eine schöne Parade von unserem jungen Torhüter. Pascal Dickmann hatte noch eine Torgelegenheit in der 8. Minute.
Und Leonard Bredouille setzte dann mit dem 4:0 den Schlusspunkt in der 9. Spielminute. Und so gratulierten unsere Jungs den starken Mettnern zum Turniersieg, fuhren aber selber auch erhobenen Hauptes wieder mit nach Hause.